Hallo, liebe Freunde des gepflegten Echtzeit-Strategiespiel-Spaßes und willkommen zurück zu Soul Zero Mars Colonization. Wir starten gleich die nächste Rakete und wir wurden ja schon ermahnt, dass wir mehr Leute auf den Planeten holen sollen, um Desaster zu vermeiden. Deswegen nehmen wir doch mal noch einen weiteren Astronauten mit. Und wir können aber immer noch nicht diesen Mineral Extractor mitnehmen. Warum denn nicht? There are several resources available to mine on the Martian surface. Gypsum, clay and ore may all be extracted with a miner. Once a load of minerals has been mined, the miner must return to a refinery to process the load. Ah, wir müssen also erst eine Raffinerie bauen und wir, ach, ein Launchpad, alles klar. Wir brauchen ein Launchpad, wo er landen kann und eine Raffinerie. Okay, wir nehmen auf jeden Fall einen weiteren Astronauten mit und laden ansonsten die Rakete voll mit Supplies, um einfach mehr Sachen zu bauen. Und hierfür brauchen wir bestimmt ein Launchpad und ich vermute mal auch ein Habitat. Das lesen wir uns bei der nächsten Rakete durch. Wir starten und es geht wieder Richtung Mars. Juhei! Wo landen wir die Kiste denn jetzt? Irgendwo, wo wir sie gerade nicht brauchen, wo sie keinen Platz wegnimmt. Am besten hier. Wo ist denn unser erster Astronaut? Können wir das Ding mittlerweile wieder starten? Wie viel Methan haben wir denn? Wir haben fast genug Methan zusammen. Das ist gut. So, und du, mein Freund. Moment. Bildest mir am besten mal noch so ein Methan-Ding. Methan war grün, ne? Grün war Methan. Okay, dann bau das doch mal bitte hier drüben. Und du, mein Freund, baust mir mal bitte noch ein Greenhouse, was wir hier dran setzen, damit wir auch ja genug Essen haben und das Ding starten wir jetzt. Warum produzieren wir bloß noch zwei Wasser? Das gefällt mir nicht. Und tschüss. Weil wir tatsächlich voll sind mit Wasser? Weil wir tatsächlich voll sind mit Wasser? Das ist natürlich auch eine Variante. Oh, was ist das hier oben für einen Balken? Hallo? Ich kann jetzt nicht mehr anklicken. Keine Ahnung, was dieser Balken hier bedeutet und ich kann das Menü nicht mehr ausfahren. Vermutlich ein Bug. Ich weiß es nicht. Und jetzt können wir nämlich ein Habitat dahin setzen. Wo ist es hier? Das bietet Platz für 6 Leute. Und wir haben einen weiteren Methantank. Das ist schön. Damit können wir nämlich die ganzen anderen Sachen dann auch mal alle wegfliegen lassen. Und wir bauen ein Launchpad. Muss man das irgendwo anschließen an irgendwas? Ach! Ich depp. Können wir das abbrechen? Ist da ein Ausgang dran? Können wir da eine weitere. Können wir da was dran bauen? Ein, Hall-Ding-Dum. Nein, können wir nicht. Das war der nächste Fehler. Jetzt können wir. Nein, das ist doch blöd. So, mach mal hier mal auf und mach mal hier mal auf und dann lassen wir hier mal überall Sauerstoff rein. Wir produzieren Convert to Refrigerator. Können wir das vielleicht wieder abreißen? Das wäre geil. Mit entfernen. Solar Panels need repair. Gut, mein Freund, dann repair das mal. Repair. Oh shit. Wo ist der zweite Astronaut? Ach, der steht da rum.
Das ist doch jetzt echt blöd, weil ich habe nicht gewusst, dass man das Launchpad an so ein Teil bauen kann, muss. Und man kann aber... Was ist, wenn ich hier Convert to Refrigerator mache? Convert to Refrigerator, also zum Kühlschrank. This greenhouse will no longer produce food. Food storage limit will increase by... Ah, okay, das ist, wird dann zum Storage. Und ich würde gern das wieder abreißen. Kann man das nicht wieder abreißen? Ah, ein Dozer. Large rockets. Requirements. Dozers are required to move boulders and increase the area that the colony can use to grow. Okay. Dozers have intelligent pathfinding when bulldozers are not engaged. To move rocks, engage bulldozers mode and the dozer will move the straight lines, pushing any boulders in the process. Okay. Research. When research is initiated at the geology lab, the geology lab GUI will indicate a number of boulders required to complete the research. The dozer must push boulders into the... Okay, damit kann man nichts abreißen. Das war jetzt ein schöner Fail, weil jetzt haben wir hier zwar einen Habitat dran, aber das nützt uns herzlich wenig. Damn it. Gut, dann... Nein, ich will jetzt hier nicht quitten. Bau du mir doch mal hier eine Horse Trade. Einfach hier. Warum geht das nicht? Warum geht das jetzt nicht? Eine Horse Trade. Cannot build a hall. Warum nicht? Copy. Repair mal bitte hier die Solar Panels. Command. Copy. Okay, er macht erstmal alles sauber hier. Gut. Also, es kann eigentlich nicht daran liegen, dass wir nicht genug Supplies haben. Warum kann ich das nicht bauen? Ich kann es hier nirgendwo dran setzen. Ich kann nichts abreißen. Habe ich mich jetzt hier in eine Sackgasse gefahren? Es sieht ein bisschen danach aus. Man kann was so schön. Ja. Hier, destroy. Perfekt. Man kann wohl, so wie es aussieht, nur eine Koloniestruktur bauen. Das ist natürlich nicht so schön. Ja. Zumachen. Und dann bauen wir doch mal bitte eine weitere davon. Beziehungsweise, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was jetzt mehr Sinn macht. Wir bauen erstmal das. Können wir jetzt ein Habitat da dran setzen? Höchstwahrscheinlich nicht, weil das 3 breit ist, ne? Genau. Das müsste man also hier hinsetzen. Kann man aber vielleicht hier noch mehr Holz dran setzen? Ja, das funktioniert. Dann geh du mal da hoch. Und wo ist der andere? Du baust mir hier mal bitte ein Horse Trade dran. Man muss also echt schauen, wie man diese Kolonie, diese Strukturen dann baut. Oh. Können wir schon wieder eine Rakete starten? Wir können schon wieder eine Rakete starten. Krass, okay. Dann natürlich Supplies. Davon brauchen wir eine Menge. Ja, und der Rest nützt uns jetzt tatsächlich nichts. Dann laden wir die wirklich voll mit Supplies. Gut, der Rest dann
mit Food Launch. Denn solange wir keine Supplies selber herstellen können, müssen wir die immer wieder auf die Kolonie bringen. Achso, wo landen wir denn die Kiste jetzt? Einfach hier drüben. Zack. So, bau du mir doch mal jetzt das Launchpad hier dran. Und du, mein Freund, baust mal hier noch so eine Straight Holding. Läuft ja gerade mal nicht so schlecht, ne? Was heißt dieser Balken hier oben? Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne wissen. Haben wir keine Supplies mehr? Eigentlich schon. Da ist das Launchpad. Perfekt. Dann müssen wir jetzt hier noch so eine Straight-Ding dran bauen. Können wir das Ding starten? Ja, können wir. Wir haben Refuel, wir haben genug Wasser und dann heb mal bitte ab. Und dann bauen wir hier nämlich dann das Habitat hin. Ich würde gerne mal wissen, ob der Oxygen Generator reicht. Was ist hiermit eigentlich? Das können wir eigentlich auch mal abheben lassen. Verbraucht, also da ist auch nichts mehr drin, ne? Ja, wir müssen mehr Leute auf den Planeten bringen. Aber da sind wir ja gerade dabei, das zu ändern. So, und dann Habitat. Wo ist es? Da ist es. Sehr schön. Und du baust mal bitte ein zweites Pallet. Damit wir die anderen leer machen können. Ja, mach ich doch mit dem Ding hier. Lad es doch mal aus. So, das Habitat. Wir müssen erstmal die Türen aufmachen. Das läuft. Wir machen hier die Türen auf. Und wir machen die Tür auf. Wir machen eigentlich alle Türen auf. Kommt da jetzt genug Sauerstoff rein? Oder müssen wir noch einen zweiten Generator dafür bauen? Bin mir nicht sicher. Das Oxygen-Level steigt. Ne, bleibt bei 10%, so wie es aussieht. Und hier kommt gar nichts an. Gut, dann einen weiteren Sauerstoffgenerator. Da an die Ecke. Ja, hier kommt tatsächlich nichts an. 15%. Ah, vielleicht dauert es auch einfach noch ein bisschen. Das kann auch sein, so wie es aussieht. Ach, ihr müsst auch die Tür mal aufmachen. Ich hält. Gut. Gut, gut, gut. Wie viel Strom produzieren wir? Gar keinen mehr. Dann noch ein Solarpanel und noch ein Solarpanel. Perfekt. Wir haben tatsächlich genug Essen. Wir könnten jetzt einen Teil da zum Kühlschrank machen. So, und du baust mir mal noch eine Hall Straight. Und zwar hier hin. Die Türen sind jetzt alle offen, das ist gut. Das könnten wir upgraden mit 20 Kilo Clay und 20 Kilo Ohr, was wir aber nicht haben. Hier ist jetzt überall genug Sauerstoff drin. Das läuft. Und jetzt müssen wir nur warten, bis wir in 30 Tagen die nächste Rakete holen können. Und dann natürlich auch mit mehr Leuten. So, das Ding ist leer. Flieg mal ab. Oh Gott, das Sonarpanel ist schon wieder kaputt. Nö. Wo denn?
Ist es kaputt? 6 von 6. Die haben alle 6 von 6. Nö. Gut. Dann warten wir jetzt tatsächlich auf die nächste Rakete. Und in der Zwischenzeit starten wir einfach mal die Teile. Denn die verbrauchen nur Platz oder nehmen nur Platz weg. Oh, hier sind noch 16 Supplies sind noch drin. Geil. Vielleicht sollten wir auch mal noch so ein zweites Transportvehikel bauen. Population is too low to support the colony. Ja, das ändern wir ja gleich in wenigen Tagen. Geduld, liebes Spiel, Geduld. Was man leider nicht ändern kann, ist der Kamerawinkel. Trotzdem kann man hier schön reinzoomen. Es sieht eigentlich ganz schick aus. Hier sind quasi die Gärten, die Greenhouses. Sehr cool. Und ich bin gespannt, ob man dann später die Leute auch hier durchgehen sieht. Oder ob das nicht funktioniert. So, nächste Rakete. Juhei! Vielleicht ist dieser Balken, den man da oben sieht, auch nur die Anzeige, wann die nächste Rakete kommt. New Rocket Available. Wir können also eine größere Rakete... Wow, monströs. Monströs. Die hat jetzt... Die wiegt in... Och, die wiegt... Guck mal. Die hier wiegt insgesamt 7000, wenn sie voll beladen ist. Und die hier wiegt 22.000, wenn sie voll beladen ist. Also wir haben 2000 Kilogramm Gewicht, was wir hier mitnehmen können. Das ist natürlich geil. Dementsprechend nehmen wir den Mineral Extractor mal mit. Auch wenn er uns jetzt im ersten Moment nicht so viel nützt. Und wir nehmen... Wir nehmen erstmal 4 Kolonisten mit. Und den Rest füllen wir mit Supplies auf. So, das passt perfekt. Sehr schön. Und dann Launch. Oh Gott, die passt gar nicht in den Kameraausschnitt. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Tschüss. Bis gleich auf dem Mars. Tatsächlich macht mir das Spiel schon sehr viel Spaß. So, wo landen wir die jetzt? Oder landet die jetzt automatisch? Die landet automatisch auf dem Launchpad. Sehr cool. Und kann man jetzt die Kolonisten sehen? Ja, die kann man sehen. Leider kann ich auch... Man kann die Kamera auch nicht drehen. Aber die laufen jetzt hier drinnen rum. Bewirtschaften die das jetzt auch? Sieht danach aus. So, können wir jetzt... Macht er das automatisch? Ah, er macht das automatisch. Können wir jetzt neue Sachen bauen? Refinery. Und ein Recycle Center. Recycle... Oh, wir produzieren nicht genug Essen tatsächlich. Gut, dann bitte erstmal ein Four-Way Hall hier. Das ist natürlich nicht so geil, wenn wir nicht genug Essen produzieren und tatsächlich auch nicht genug Wasser. Also doch, Wasser gerade so. Recycle centers process and use water for the colony and must be connected to a water cryotank. Up to 4 recycle centers may be attached to 1 cryotank. Das kann man also an die Tanks hier anschließen. Und die produzieren dann Wasser. Na, dann mach das doch mal bitte. Zack. Was können wir noch bauen? Refinery. Refineries allow the colony to mine the Martian surface. Drive a mineral extractor to the refinery to process raw materials into usable materials. Ah, cool. Cool. Kann man das einfach irgendwo hinbauen? Tatsächlich. Dann bau die doch erstmal... hierhin. Und aber vorher bau doch mal bitte ein Greenhouse. Und zwar dahin. Wir müssen nämlich ganz schnell jetzt erstmal uns um Essen kümmern. Sonst haben wir bald keins mehr. Und dann sterben uns die Leute weg. Nein! Komm, komm, Baum. Baum, wir machen hier schon mal die Türen auf. Und dann machen wir auch diese Tür auf.
Low Oxygen. Ja, das ändert sich schon. Da kommt der Sauerstoff rein. Und jetzt produzieren wir gerade so genug Essen. Was brauchen wir denn für eine Farm? Ich hab's schon wieder vergessen. Ein Biologie-Lab. Und dafür für das Biologie-Lab brauchen wir 8 Population. Oh Gott. Wie sollen wir das denn schaffen? Da müssen wir einen Haufen Greenhouses bauen hier. Das ist ja voll ätzend. Wo ist unser zweiter Astronaut? Der steht hier rum. Kollege, bau doch mal bitte die Refinery dahin. Und dann müssen wir hier die Tür wieder aufmachen. Und dann machen wir hier die Sachen sauber. Copy. The population is too low. Bring more colonists to prevent disasters. Was soll ich denn noch machen? Wir haben doch jetzt schon 6 Leute auf dem Planeten. Okay, und dann detach das Teil mal. Mine. Okay, dann müssen wir jetzt also... Fahr mal dorthin. Ja, die Raffinerie haben wir gerade schlecht gebaut. Da ist nämlich noch... Gips ist dort. So. Mine. Aber wir beenden die Folge hier, während unser Mining, Mars-Miner anfängt, Ohr abzubauen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da und seid gespannt, ob wir in der nächsten Folge es schaffen, die Farm zu bauen. Dafür müssen wir noch ein paar Leute auf den Planeten holen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge von Soul Zero Mars Colonization. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.